Uns erwartet heute ein sehr kreativer Abend, hoffe ich, mit vielen Bürgern, die gute Ideen zur Gochaer Stadtgestaltung haben, im Bereich Klimaschutz, Natur, Einzelhandel, Mobilität und dass wir mit den vielen Ideen, die wir kriegen, die nächsten 10 bis 15 Jahre gestalten können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Wolfgang Peiter, ich bin Leiter der Abteilung Stadtplan, Bauordnung bei der Stadt Gochaer. Somit begrüße ich Sie nunmehr ganz herzlich zur ersten öffentlichen Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für Gochaer. Im Weiteren will ich dieses lange, komplizierte Wort vielleicht gerne als ISEC abkürzen. Also wir erhoffen uns heute und die Hoffnung scheint aufzugehen, weil es ist hier eine gute Frequenz, eine gute Besucherzahl da, nämlich von den Bürgern und diejenigen, die hier tagtäglich arbeiten oder wohnen oder einkaufen, ihre Sicht auf die Innenstadt einzufangen und von ihnen zu hören, welche Stärken und welche Schwächen die Innenstadt hat, ganz konkret, und auch, welche Ideen sie für die Weiterentwicklung der Innenstadt haben, damit wir das einbeziehen können, damit da nicht nur eine fachliche Sicht da ausschlaggebend ist, sondern dass da ganz, ganz viele Perspektiven drin einfließen. Ich möchte gerne, dass sich die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht und verbessert. Gesamte Bereich Marktplatz, Vossstraße, Steinstraße. Ich denke, Gochaer ist ein bisschen abgehängt, was die Innenstadt angeht. Ich glaube, dass umliegende Städte da in den letzten Jahren sich besser positioniert haben. Und habe aber den Eindruck, dass man das jetzt ja auch angehen will. Ja. Wir haben einen Fluss in der Innenstadt, der wenig genutzt wird. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wie viele Städte haben keinen Fluss in der Innenstadt und wünschten sich, sie hätten Wasser in der Innenstadt. Wasser ist unheimlich attraktiv und sollte gut genutzt werden. Ein gutes Einkaufsangebot gehört dazu, ein attraktives Vereinsleben, insbesondere auch ein gutes Angebot für Kinder, Schulen, attraktive Räume, alles das ist wichtig. Das, was heute an sehr vielen Tischen diskutiert worden ist, ist das Thema Marktplatz und die Aufwertung des Marktplatzes dadurch, dass entweder keine Autos mehr auf dem Marktplatz parken sollen. Das war die Mindestanforderung. Teilweise ging es aber auch darum, dass die Autos ganz aus diesem unmittelbaren Innenstadt- oder Marktbereich entfernt werden. Ja, dann geht es um die Begrünung der Brückenstraße. Ja, früher war es ja mal eine Allee. Und die Verbesserung des Stadtparks, das heißt die verstärkte Nutzung durch die Bürger. Also diesen Bereich in der Innenstadt im Park, der soll auch noch mit aufgewertet werden. Das sind die Sachen, die wir heute hier besprochen haben im Wesentlichen. Ich war überrascht, dass so viele Leute zusammengekommen sind. Hat mich gefreut, dass so viel Interesse daran besteht, die Stadt Gochaer wieder attraktiver oder noch attraktiver zu machen. Also für mich sind Themen Leerstand wichtig, Veränderung, Gastronomie. Auch ein ganz großes Thema ist für mich die Öffnungszeiten, die seit Corona ziemlich aus dem Ruder gelaufen sind. Jeder scheint so das zu machen, wie ihm das gerade in den Sinn passt. Und für den Endverbraucher ist es schwierig, da noch klarzukommen. Vielleicht könnte man sich auch mal einigen. Ich war gerade in einem Arbeitskreis. Die haben vorgeschlagen, vielleicht auch mal zu sagen, okay, vielleicht sollten wir genauso wie Holland mal sagen, wir lassen alle am Montag geschlossen und haben dann durch die Woche von 10 bis 19 Uhr durchgehend offen. Wenn das dann einheitlich praktiziert wird, ist das in Ordnung? Ich wäre bereit, auf Änderungen einzugehen, aber dann soll es einheitlich sein, damit die Kunden wissen, wann kann ich wo was kaufen. Und nicht durch die Stadt irren und sagen, oh, jetzt hat der gerade Mittagspause und fängt erst um 10 Uhr an, aber der macht auch schon um 18 Uhr zu. Die Gastronomie war ein sehr interessantes Thema gewesen, was vom zweiten Tisch insbesondere sehr detailliert aufgegriffen wurde. Es gab insgesamt doch die Sorge oder das Bedürfnis, dass die Gastronomie in der Innenstadt sehr gestärkt werden soll, um die Stadt letztlich auch dauerhaft zu beleben. Dass man also möglichst den Effekt erzielen kann, bis zu einer bestimmten Zeit die Stadt mit dem Handel zu beleben, aber dann auch nahtlos bestenfalls in ein großes gastronomisches Angebot hineinzugehen. Natürlich auch bedingt durch die Sorge, dass der Einzelhandel eventuell etwas rückläufig sein wird und man da auf diese Art und Weise eine attraktive Innenstadt halten will.
Wir haben uns das genau so vorgestellt. Man ist natürlich, hätte man sich auch noch über noch mehr Publikum oder Bürger und Interessierte gefreut, aber man muss dort auch realistisch sein. Es ist ein sehr spezielles Thema, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr überrascht und sehr dankbar, dass so viele gekommen sind und sich sehr interessiert und auch durchaus kontrovers an den Tischen eingebracht haben.